Oh, Achtung, nein, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Jetzt kommen wir alle Ärzte, der Kumpel oder meine Mami. Wir sind auf die Straße gegangen, um herauszufinden, was die Leute über Hirnschlag wissen. Hirnschlag? Ja, ich habe es schon gehört. Etwa. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich medizinisch nicht korrekt erklären. Ich glaube, wenn die Arterien im Hirn quasi zu eng sind und dann explodieren. Ja, es gibt irgendeinen Klumpen vom Blut und er. Wie ein Stau, also wenn es irgendwo zumacht, die Zirkulation nicht mehr da ist. Ich glaube, da fließt zu wenig Blut ins Hirn für ein Zeitchen. Wo dann eigentlich quasi ein Schaden hinterlegt, wenn man nicht rasch handelt. Ja. Wie macht sich ein Hirnschlag denn bemerkbar? Fahrt mal zittern. Ja, hyperventilieren. Mit den Augen etwas und dann mit dem Kopf können es global sein. Vielleicht schwindelig? Vielleicht Übelkeit, Trümmelig sein, solche Sachen. Könnte sich irgendein gelähmt, eine halbe Seite gelähmt sein? Irgendwie so etwas mit den Armen. Langsam reden. Genau, so ein bisschen, dass mitschleppst du. Keine, so Sturm oder so. Augenring oder so. Symptom fatal, wenn man nicht mehr richtig ansprechbar ist. Das Lachen schon anders ist, der Arm nicht mehr haben kann. Man kann sich erinnern, wo hat er auf einer Seite Kopfschmerzen. Und dann muss man reagieren. Gutes Stichwort. Wie sollte man reagieren? Also wenn ich es würde sehen, was jemand so das hätte, also Anzeichen, dann würde ich eben noch nachfragen natürlich. Und dann würde ich sicher eben auch Hilfe rufen. Ja. Notarzt anrufen. Gar nicht ins Spital. Ich würde auch Sanitäter haben. Welche Nummer? 6-1-4. Nein, was ist es? 2. 144. 144. 144. 144. Leute, 144. Wie viele Hirnschläge haben wir jedes Jahr in der Schweiz? Mehr als man denkt. Um die 900 vielleicht? 2.500. Es gibt sicher viel, die das sind. 8.000-9.000. 10.000 Leute. Also es ist sicher viel höher, weil ich höre es ab und zu wieder. Es sind 16.000. 16.000, oh, okay. Ja, ist schon noch viel. 16.000. Boah. Wow. Eigentlich ist noch viel eigentlich. Ist ja nicht ein Riesenland, ja eigentlich. Genau. Darum ist es sehr wichtig, dich zu informieren. Alle richtigen Antworten findest du auf hirnschlag.ch.